So, und damit hallo und herzlich willkommen zu Folge 21 meiner allseits bekannten Quasselrunde. Ja, bei mir ist es schon spät am Abend, als ich das aufnehme. Das Bild da hinten ist natürlich auch wunderschön. Und ja, nachdem das ja letzte Woche mit Portal, mit dem Live-LP, nicht so richtig geklappt hat, also das Spiel hat funktioniert, aber die Aufnahme hat einfach geleckt wie Sau, deswegen, und das Problem ist, das Laggen in der Aufnahme liegt nicht unbedingt daran, dass mein Rechner scheiße ist. Das Laggen in der Aufnahme liegt zum Gutteil daran, dass es zu warm ist. Also zumindest mal für meinen Rechner. Der kann nicht mehr vernünftig kühlen. Dementsprechend ist dann halt auch die CPU-Auslastung hoch von OBS. Und das ist eigentlich immer ein sehr deutliches Zeichen dafür, dass die Aufnahme laggt. Und ich habe es auch nochmal, einmal mit Pseudo-Stream im Hintergrund. Also ich habe einfach mal den Nginx-Server, bei dem ich die Konfiguration übrigens wieder korrigieren muss, fällt mir gerade ein. Das kann ich jetzt gerade mal machen. So. Ich schalte den Push gerade mal wieder ein, weil ich habe das Ganze bei mir hier ja über einen lokalen Server laufen, ein lokaler Nginx-Server, der dafür zuständig ist, halt die Daten sozusagen, also das Ganze an YouTube und Twitch weiterzuleiten, weil normalerweise, du kannst halt von OBS, natürlich könntest du theoretisch noch mehr Encoder laufen lassen, aber das ist halt noch mehr Performance, noch schlechter für die Performance. Deswegen ist es halt so, ich habe einfach einen Encoder laufen, also zwei Encoder, einmal Aufnahme, einmal Stream, und der Stream-Encoder schickt die Daten an einen lokalen Server mit Nginx drauf und RTMP. Also es ist ein Nginx-Server, der mit der ein RTMP-Modul installiert hat. Und RTMP ist halt das Protokoll, was OBS verwendet, um Streams zu machen, also an die entsprechenden Server zu schicken. Verwendet YouTube, verwendet Twitch, ist eigentlich bei jeder Streaming-Plattform, glaube ich, wird RTMP verwendet. Dieser lokale Server gibt es dann halt entsprechend an YouTube und Twitch weiter. Und ich hatte einfach halt testweise mal das deaktiviert, das Weitergeben, und habe das einfach nur an diesen Server geschickt, an diesen lokalen Server, und habe dann einfach mal probiert, wie das ist, wenn ich das einfach mal so nebenbei streame. Also entsprechend aufnehme und streame. Es hat wieder geleckt wie Sau, was halt ein sehr klares Zeichen dafür ist, es ist ihm schlicht zu warm. Ich habe es dann nochmal probiert, nochmal eine Aufnahme gemacht, ohne Stream, einfach nur Aufnahme. Es hat auch wieder geleckt. Und die Auslastung von der CPU, die war auch wieder relativ hoch. Deswegen habe ich mir gesagt, ich werde vorerst das mit Portal sein lassen, also so lange, bis es wieder kühler wird am Wochenende, also bis es entsprechend dienstags nicht mehr 30 Grad in meinem Zimmer hat, sondern vielleicht noch 20 Grad oder sowas, je nachdem wie kühl ich es halt kriege. Also ich werde definitiv Portal erst weiter streamen, wenn es kühler ist, weil bei der Hitze das funktioniert einfach. Und deswegen habe ich mich jetzt entschlossen, ein anderes Spiel zu spielen. Oder andere Spiele. Also Dienstag wird 31 Grad, das kannst du gerade vergessen. Die Woche danach wird es auch wieder 30 Grad, also kannst du echt vergessen. Also das wird nicht funktionieren bei der Hitze. Also, deswegen habe ich mir überlegt, ich nehme einfach ein paar Spiele, die weniger Performance beanspruchen. Und ganz ehrlich, bei Portal, man hat gesehen, die Aufnahme, das war kein flüssiges Bild, sondern das war einfach eine Diashow. Und ganz ehrlich, das will sich keiner anschauen. Da müsst ihr wahrscheinlich, wenn ihr euch das, da könnt ihr euch auf Twitch anschauen, das war eine Diashow. Ganz ehrlich, das macht keinen Spaß, sich das anzuschauen. Deswegen habe ich jetzt beschlossen, ich werde ein anderes Spiel spielen oder andere Spiele, und ich bin jetzt einfach mal hergegangen und dachte mir so, okay, ich habe ja schon mal To The Moon gespielt, guck mal, was Freebird alles noch so im Angebot hat. Und ich habe einfach mal mir jetzt vorgenommen, ich spiele einfach sämtliche Spiele von Freebird Games. Zumindest mal sämtliche, die mir jetzt spontan eingefallen sind. The Mirror Lead ist ein relativ kurzes Spiel, das wird im Endeffekt vielleicht eine Folge dann gehen, wenn ich es dann raushaue. Die Sigmund Corporation, die Minisodes, das sind so kleine Bonus- ein bisschen Bonus zu To The Moon. Da gibt es zwei Stück. Die sind beide auch eher kurz. Und dann gibt es noch A Bird Story.
Das ist wiederum ein bisschen länger und so ein bisschen Vorgeschichte für Finding Paradise. Ja, und Finding Paradise spielen wir dann am Ende. Das ist dann halt wieder ein längeres Spiel, das ist der Nachfolger von To the Moon. Und das ist halt so eine, ja, kleine, ganz so Kurzspiele für, wo wir uns halt mit, wo wir halt wieder Dr. Watts und Dr. Rosaline spielen und A Bird Story, ja, ist halt dann ein bisschen Vorgeschichte zu Finding Paradise. So, diesen Hintergrund zu erstellen, das hat mich ein bisschen Zeit und Nerven gekostet, weil dieses Finding Paradise, so einen Schriftzug in der Art zu kriegen, ich habe das da unten probiert, das hat nicht so ganz funktioniert, weil ich einfach hier einfach den Text genommen habe, fonttechnisch passend, und habe dann halt versucht, wie nennt sich das in GIMP? Ich glaube, so eine Art Glow-Effekt außenrum zu legen. Das Ergebnis ist nicht ganz so zufriedenstellend. Um halt auch so diese Rundungen außenrum hinzukriegen, wie es auch hier halt ist. Das ist ja auch immer so ein bisschen abgerundet, die Ecken. Es hat nicht so ganz 100% funktioniert, auch mit ein bisschen Nachbearbeitung und so. Hier unten habe ich einfach so ein bisschen so Drop Shadows gemacht. Hier auch. Also ein bisschen Text genommen, einfach mal umrandet mit Weiß nochmal und hier nochmal so halt ein Drop Shadow dazu. Und dann hier oben für die Texte habe ich einfach auch nur Drop Shadows genommen. Halt aber ohne Versatz, sondern direkt hinten dran. Und entsprechend farblich angepasst. Die Texte sind, glaube ich, weiß und ein bisschen angepasst. So, jetzt, ich hoffe mal, ihr konntet mir mal mit meinen Ausführungen folgen. Ich bin nämlich schon müde und ich habe Hunger. Ich wollte aber das noch schnell aufnehmen. Und ich will mal sagen, ich hoffe, wir sehen uns dann am Dienstag. Und verdammt, ich habe festgestellt, ich habe was vergessen auf diesem Bilde. Na super. Wir sehen uns nämlich eben nicht nur auf Twitch, sondern auch gleichzeitig noch auf YouTube. Das habe ich nämlich vergessen. Prima. Geil. Das ist ja nicht so super. Mir fällt gerade auf, also hier im Hintergrund. Es kann sein, dass ich das Ganze noch anpasse. Wenn ich das nämlich einfach mal durch Blender durchjage, da kann ich ja das Ganze entsprechend machen. Ja, ich glaube, ich werde es wahrscheinlich einfach durch Blender durchjagen, weil ich habe nicht festgestellt, ich habe da hinten im Hintergrund da vergessen, dazu zu schreiben, dass ich auch auf YouTube ja streame inzwischen. Das war bei To the Moon noch nicht, was ich ja hier als, worauf ich ja das Ganze hier aufgebaut habe. Verdammt. Egal. Ich werde die Aufnahme so lassen. Ihr werdet wahrscheinlich gar nicht mehr sehen, dass das im Hintergrund nicht stimmt. Oder vielleicht sorge ich dafür, dass es in dem Moment dann stimmt. Also dass es in dem Moment der Originalhintergrund ist. Naja, egal. Ich würde mal sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut, bis dahin, euer ZHTLP. Und jetzt ciao mit V. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bis dahin. Ciao mit V. Bye, bye. Ich bin müde. So. Also, bis dann.